can't keep up with your style. I can't keep up with your style. So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 5. Jetzt geht's hier weiter. Da haben wir letzte Folge aufgehört. Jetzt geht's zu Jacob. Also wie gesagt, heute erledigen wir Jacob und vielleicht sogar diesen Anführer, den Großen. Ich bin so gespannt. Es ging so schnell, also das habe ich mir nicht gedacht. So. Also jetzt noch weniger Zeit. Gut. Komm nirgendwo anecken. Wir werden immer besser. Jetzt geht es einfach nur um Schnelligkeit. Das haben wir schon zigmal gemacht. Jetzt geht es um Schnelligkeit. Weiter geht's. Die Herde keulen. So, ich glaube, wir müssen das gar nicht töten. Wir müssen nur den letzten töten. Den wichtigsten. Wir sind super. Wir sind klasse. Wir sind die Besten, die es überhaupt gab. Bessere gab es noch nie. Wir sind die Allerbesten. Ja. Gut, Moment, ich muss mal kurz trinken. Da ist er. Der Penner. Boah, den töte ich. Ja, ja, komm, mach weiter. Ich will den jetzt töten. Zweite Minute, also ich bin wirklich jetzt in letzter Zeit so gut. Ja, komm, mach weiter, überspringen. Ich bin für alles bereit. Nächster. Aber es gibt kein Zeitlimit, das heißt, ich kann mir dabei Zeit lassen und genauer arbeiten. Das ist vielleicht besser als irgendwie schnell. So, warum soll ich nicht mein Ding hier benutzen? Boah. Darauf habe ich gewartet, um genau das zu machen. Ja, Far Cry 5, das ist wirklich ein Spiel, an das man sich erstmal gewöhnen muss, um das zu mögen. What the fuck, was ist das? Ah, gar nichts ist hier. Nee, finde ich nicht. Zerstört diese ganzen Wolfsköder. Und dann ist Jacob dran. Egal was der sagt. Reicht jetzt mit diesem Quatsch hier. Jetzt wechseln wir in die Realität hier und nicht so ein Blödsinn mit diesen Wölfen. Ja, nicht mehr lange. So, tschüss.
Was jetzt? Okay. Gut. Ich muss genauer schießen. Gut, das sind schon hier die professionellsten Idioten hier. Da oben ist ein Sniper, okay. Ich weiß. Das sind Töten, aber wo, wie? Na, ich glaube, ich muss einfach in Deckung gehen immer. Ganz einfach. Schluss mit dem Blödsinn. Nix wegen mir. Habe ich noch? Ne, ich habe leider keine Munition mehr für das, für den RPG. Für den Raketenwerfer. Okay. Ein Stein nach dem anderen. Ganz in Ruhe. Nur so können wir es schaffen. Da oben ist der Penner. Ich schnapp mir den. Ja, heute wird der Jacob dran sein, in der nächsten Folge dann wahrscheinlich der andere Idiot. Ich habe ganz vergessen, wie der andere heißt. Keine Ahnung. Ja, ist einfach so unwichtig, dieser Name. So ein Idiot. Ach, Katzen habt ihr auch. Und sowas. Ja, also ich fürchte, in der nächsten Folge wird dann Schluss sein mit dem Let's Play. Was natürlich nichts Schlechtes ist, aber ich sag nur. Nee, so einfach wird das jetzt. Habe ich den jetzt ernsthaft so getötet? Das war ja blöd. Aha, okay, gut. Das schauen wir uns jetzt aber an. Weil das ist jetzt spannend. Ah, nee, das ist der Jacob und der Joseph, den werden wir noch töten. Aha, ja, genau. Genau. Das ist der Jacob. Und dieser ganze Joseph ist dann der Anführer. Den werden wir dann auch vielleicht heute noch töten. Ich schau mal, vielleicht mache ich heute eine extra lange Folge. Dann. Imperien steigen auf. Ja, komm. Gut, reicht schon. So. Der nächste ist tot. Also. Joseph, du musst irgendwas machen. Weil sonst endet es böse. So, wo ist hier irgendein Waffenhändler? Nix muss dir leid tun. Ich suche den. Mist. Na gut, aber meine Helfer sind da. Oh oh. Oh ne, alle sind tot. Na gut. Dann nochmal. Aber es ist sowieso schon viel, was wir erreicht haben.
Ja, genau, jetzt müssen wir eben auch in irgendeinen Bunker oder sowas. Genauso wie es auch bei, ja, bei diesem ersten, bei der zweiten, bei der Faith und jetzt auch beim Jacob wahrscheinlich. Kriegsopfer, okay, gut. Komm, jetzt Helikopter, ich hole mir meinen guten Helikopter und dann geht's ab. Munition erstmal perfekt. So, jetzt kommt her, Leute, kommt mit. Danke. Grace, bitte, ich bitte dich. Hoffentlich fährst du besser, als du schießt. Und du solltest mal fahren lernen, Grace. So, reiche Jack, ja genau, also die haben alle einen Bunker. Und jetzt müssen wir halt diesen Bunker plündern, beziehungsweise einfach bereinigen. So. Bin echt gespannt, was passiert, was noch passiert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt Far Cry 5 jetzt so halt einfach fertig spiele. Es ist jetzt eben kurz vor Release von Red Dead Redemption 2. Und dass ich jetzt Far Cry 5 eben zu Ende spiele, noch kurz vor Release, weil es ist ge gerade 13:20 Uhr am 5. November. Ich nehme das alles in Folge auf. Und eben um 14 Uhr erscheint Red Dead Redemption 2. Und ja, ich denke mal, ich schaff's noch. Ach, das ist doch schön. Du! Sei still, ich habe hier meine Waffen. Nächster. So, sauber. Ah. Halt die Fresse. Moment, ich muss mal dieses Ding da entfernen. Benutze das Schlüssel. Wie soll ich da rein? Von oben wahrscheinlich. Nee. Wie denn? Wo soll ich denn da rein? Gut, erste Hilfe-Set geht immer. Ne, da rein, aber wie denn? Ah, okay. Gut, seid vorbereitet jetzt, Leute. Runter. Hey, kommt aber mit, oder? Nee, oder? Ist es jetzt auch so? Ja. Natürlich, jetzt ist Hilfe nicht verfügbar. Egal, dann schaffe ich das auch so. Ich brauche kein Glück, ich bin einfach gut. Schaut mal, was für Idioten hier arbeiten. Also, da muss man sich doch nicht wundern, dass sie es nicht geschafft haben, gegen mich hier standzuhalten. Da muss man sich echt nicht wundern. Also so einfach geht das hier. Wie einfach das war. Ich
Ich habe das wirklich noch nie vorher gespielt. Ich habe das noch nie vorher gesehen. Nix. Ich bin einfach nur super. Ich bin einfach gut. Kann man so sagen, wirklich. Ich bin einfach der Pro. Ja. Und da denke ich auch nicht, dass es irgendwie. Weiß, ich muss mich jetzt konzentrieren. Trotzdem. Auch wenn ich der Pro bin, ich muss mich trotzdem konzentrieren. Weil ich war hier eben noch nie. So, rein da. Also, geschafft. Dieser Deputy ist auch befreit. Ja, ja. So. Raus da. Ja, das denke ich auch. Keine Panik. Boah, Alter. Immer auf den Kopf. Raus da. Ganz einfach raus. Genau. Weiter. Ja, also. Ja, was soll ich noch groß sagen? Man muss einfach ein bisschen Erfahrung haben, damit man so gut spielen kann wie ich hier. Man sollte sich nicht mit den ganzen Dingen hier aufhalten. Man sollte einfach raus. Einfach das tun, was man gesagt bekommt. Deswegen. Was ist jetzt? Aha. Oh, ich hatte schon Angst. Okay. So. Also. Jacob wurde erfolgreich erledigt. Und das war eigentlich zu einfach. Also ich habe mir schon was Besseres erwartet hier von Jacob. Dass er hier was drauf hat, aber ne. Gut, kann es vielleicht daran liegen, dass ich eben Schwierigkeit auf einfach gestellt habe, aber ich will, wie gesagt, nicht ewig lang Versuche brauchen, um das alles zu schaffen. Deswegen lieber auf einfach und dann Spaß haben, als auf schwer und sich ärgern. Was ist jetzt? Ja, komm. Ich will den Joseph töten. Heute noch. Heute in dieser Folge will ich ihn noch töten. Egal wie lang die Folge noch geht, heute töte ich ihn noch. Genau den, genau diesen Idioten, diesen Vollidioten, dieses Arschloch, dieses blöde Pennerstück. Ja. Ja, ja, heul nur. Halt die Fresse. Weiter geht's. Pfah. Nee, jetzt reicht's mir hier. Jetzt reicht's mir. Jetzt bin ich Angry Gaming Freak. Und ihr haltet euch zurück, ich bin hier der Pro. Ist natürlich alles nur Spaß mit dem ganzen Pro und so weiter, ne? Nichts zu ernst nehmen. Gut, Munition habe ich genug. So, Moment. Ich fülle nochmal auf. Jetzt kommt nämlich der letzte Teil, jetzt töte ich den Joseph. Aber wartet, unten ist noch was. Ja. Das werde ich. Die hat sie erschrocken, die Kleine. Okay, gut, Leute.
Machen die jetzt? Aha, ja. 1200 Meter. So, wo ist hier ein Auto oder sowas? Nix ist da. Quad ist da vorne, irgendwo. So, also Leute, das machen wir jetzt heute in der Folge wirklich. Wir haben noch 10 Minuten und ich denke, wir schaffen das. So, also wo geht's jetzt hin? Dahin. So, und dann werde ich auch aufhören mit diesem Let's Play. Moment, rückwärts. Komm, wir fahren da, wir brettern da durch. Ist mir scheißegal. So. Wow, wow. Aber habe ich das nicht gut gemacht? Also, so gut habt ihr es bestimmt bei wenigen YouTubern gesehen. Dass es so schnell ging. In 10 Minuten, glaube ich, habe ich den ganzen Jacob erledigt, plus seinen Bunker, plus alles. Also, so schnell, das könnt ihr bei keinem YouTuber sehen. In kurzen Folgen, 30 Minuten, und da seht ihr wirklich alles. Klappe halten! Ich mach das schon. Ich bin hier der Held. So, 800 Meter noch. Und der wird heute auch noch erledigt. Auf jeden Fall. Dann werden diese ganzen Idioten fliehen. Schade, dass ich nicht mehr einen Helikopter habe. Weil dann könnte das Ganze ganz einfach gehen. Oder vielleicht soll ich ihn noch holen? Wartet. Ne, hier ist nichts. Hier ist kein Anwesen von mir. Hier, oder? Wartet, wo wäre das? Hier wäre das. Nee, da ist bestimmt irgend so eine Cutscene oder so. Deswegen. Ich gehe da einfach so rein. Ich habe volle Munition. Ich habe die stärkste Waffe. Dieses fette Gewehr. Also das sollte schon reichen. Ja, heute 22. Minute jetzt. Vielleicht 23. Und heute erledige ich auf jeden Fall diesen Vater. Nicht mehr lange wird er der Vater sein. Der wird gleich ein toter Mann sein. Nee, nicht. Rennt um euer Leben, Leute, weil hier kann alles passieren. Gleich. Wenn ich dort eintreffe. Deswegen rennt, solange ihr noch rennen könnt, weil wer weiß, wie dieses ganze Anwesen gleich aussehen wird, nachdem ich da war. Meine RPG ist bestimmt auch schon voll aufgeladen. Also da werde ich so ein... Das werde ich so sauber machen, dass da keiner mehr reinkommt, dieses Anwesen. Ist hier Helikopter? Nee, Auto, oder? Ja. Aber komm, dann nehme ich mir auch mein Auto. Vielleicht werden die auch fahren, diese Leute. Alter, wo ist das? Hier, oder? Nee, nicht das. Hier unten war es. Das? Nee, das war nicht das. Das war das, genau, das. So, vielleicht entscheiden sie sich auch zu fahren, das wäre noch besser. Wo ist das? Aha, da. Gut, kommt Leute, bitte. Heute das letzte Mal. Ja. Oh, geil. Super. Nee, oder? Wieder. Ja, perfekt. Oh, klasse, ich bin so zufrieden. Moment, warte. Okay, der nimmt das. Okay, gut.
So, Leute. Also, ich bin bewaffnet. Meine gute Grace, meine liebe Grace. Ich liebe sie so sehr, weil sie mir immer hilft. Die ist auch da. So, heute wird alles erledigt. Genau, mein anderer Helfer ist da. Den Bären, den kann ich leider nicht holen, weil ich nur zwei Helfer habe. Zur Verfügung habe. Aber es reicht schon. Ich denke, ich schaffe das auch alleine. Weil diese Helfer sind eigentlich so, im Grunde sind die für mich nur da, damit die mich eben retten können, falls mich doch einer trifft. Eigentlich nur deswegen sind die da. So, da ist das. What the fuck? Und jetzt? Ah, okay. Gut, dann müssen wir zu Fuß hin, glaube ich. Erreiche. Ach, da. Das kennen wir doch, oder? Da sind wir doch das erste Mal gelandet. Keine Waffe, nix. Okay. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Und dann die Fortsetzung sehen wir dann in New Dawn, ne? Far Cry New Dawn, oder? Oder irgendwie so. Ja, da ist er. Als der Schlamm das fünfte Siegel öffnet. Gut, das müssen wir jetzt auf jeden Fall anschauen. Also das geht jetzt nicht zu überspringen. Gleich unter dem Altar. Oder geht das? Nee, geht auch nicht. Weil das ist eben sehr wichtig. Gut, ich halte meine Klappe. Du hast meine Familie zu Märtyrern gemacht. Nee. Und ich mache dasselbe mit deinem. Nee, das machst du nicht. Aber Gott beobachtet uns. Er wird uns nach unserer Entscheidung in diesem Moment richten. Ich sagte doch, wir leben in einer Welt am Abgrund, wo jede Untat, jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung unsere Sünden zeigt. Und wohin führten uns diese Sünden? Wohin haben sie dich geführt? Siehst du, so sehr schön. Freunde wurden gefangen und gefoltert. Und du bist schuld. Nö. Also bitte, du Penner. Pfa, der spinnt doch, der hat irgendwie einen Knall oder sowas. Ja, ja. So ein Arschloch. Wirklich? Ja, was? Wann wirst du endlich erkennen, dass sich nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen lässt? Als du zum ersten Mal hier warst, gab ich dir die Chance, einfach zu gehen. Du hast abgelehnt. Ja, ging nicht, dann war das Spiel beendet. Gottes, gebe ich dir diese Chance. Ein letztes Mal. Nee, jetzt werde ich dich töten, egal was kommt. Waffen nieder. Und nimm deine Freunde. Du lässt mir meine Herde. Ne, das werde ich nicht. Und gehst in Frieden. Das würdest du wünschen, oder? Du bist doch völlig krank. Ja, genau. Mann, wir hätten niemals hierher kommen sollen. Du weißt, was zu tun ist. Ja, natürlich. Den werde ich jetzt so töten. Ja, und du bist ein Idiot. Ganz klar, wieder schon dessen. Jede Ungerechtigkeit, jede Entscheidung zeigt unsere Sünde. John lag falsch. Deine Sünde ist nicht Jezum. Du würdest die Welt eher leiden und brennen sehen, als deinen Stolz zu schlucken.
Unter Schlamm tat das sechste Siegel auf und erwacht ein großes Erdbeben. Die Sonne ward schwarz und der Mond ging. What the fuck? Alter. Boah, nee. What the fuck? Was ist? Gemeinsam sind wir eins. Verdammte Scheiße, danke, Loki. Schnappen wir uns den Bastard. Alter. Komm, steig auf. Steck. Was für ein Idiot. So, kommt Leute, helft mir. Yes. Oh. Scheiße. Ja, danke. Perfekt. Was für ein Idiot das ist. Das ist irre. Das ist richtig irre. Was ist hier? Der ist doch verrückt. Die sind doch verrückt, alle. Die sind alle verrückt. Nein. Sorry. Komm schon. Nick. Ja, lauft mir weg. Wenn ich schieße, dann will ich keinen davor haben. Danke. Ach, nee, werde ich nicht. Du, was ist? Was ist? Ah! Ja! Alter, was hier passiert, das ist echt unglaublich. Grace! Hier haben wir wenig Zeit. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Hilf mir einer! Danke. Ja. Der Sheriff. Ah, nee. Grace! Grace! Ja! Nee, der. Boah, ey, was hier passiert? Das glaube ich nicht. Komm, helft den Leuten mal auf, Leute. Alter. Boah, das werde ich nie vergessen, das Spiel. Wirklich. Komm, helft dem doch! Ja, auch dir. So sehr ich dich auch hasse, aber geht halt leider nicht. Ich wollte den. So, fertig. Boah. Da ist er. Vergib ihn, Vater. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Doch, wir wissen ganz genau, was wir tun. Wir erledigen dich, krankes Schwein. Das siebte Siegel aufbrach. Ja, was für Siege, was redest du? Wurde es ganz still im Himmel. Dann sah ich die sieben Engel und sie erhielten sieben Posaunen. Da kam ein Unheil. Donner und Blitze. Die Erde bebt. Joseph Seed, Sie sind verhaftet. Ja.
Eine gewaltige Stimme rief aus dem Tempel den sieben Engeln zu: Geht eurer Wege und gießt die sieben Schalen. Dieser kranke Idiot. Zorn über die Erde aus. What the fuck? Alter. What the fuck? Was zur Hölle? Was geht hier ab? What the fuck, Alter? Boah. Was hier passiert, ey? Das glaube ich gar nicht. Gut, jetzt muss ich fahren, ja? Okay, gut. Ich fahre. Ich bin hier der Pro. Okay. Boah. Das gibt's doch gar nicht. Ja, verdammte Scheiße. Ja, ich fahr schon. Nee, werden wir nicht. Ich werde... Halt die Fresse! Ja, ich fahr schon. Moment. Ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich bin hier der Fahrer. Schaut meine OMSI-Videos, dann werdet ihr es wissen. Schaut meine ETS-2-Videos, schaut meine ATS-Videos. Ah! Ja! Nein! Ganz in Ruhe, ich schaff das. Diesmal bin ich der Fahrer und nicht dieser andere Idiot, wie am Anfang des Displays. Ganz in Ruhe, ich hab das im Griff. Ihr müsstet meine ETS-2-Videos schauen. What the fuck? Alter. Ja, sorry, aber ich bin gerade ein bisschen unter Schock. Ganz ruhig. Haltet die Klappe da hinten, ich muss mich konzentrieren. Aber es ist ein krankes Spiel, also wirklich, falls ihr es noch nicht gespielt habt, spielt es. Ich würde das wahrscheinlich auch ganz anders sehen, wenn ich es privat spielen würde, also langsamer und eher... Ja, eher konzentriert. Dann würde ich wahrscheinlich. Was ist passiert? Aha, okay. Dann würde ich das ganze Spiel auch ein bisschen anders sehen. Scheiße. Boah. Und das vor Red Dead Redemption 2, ne? 10 vor 2 ist gerade bei mir. Ich weiß nicht, was mir erwartet hier noch. Ich bin so gespannt. Das kann ja noch nicht das Ende sein, ne? Ja gut, in New Dawn geht's dann weiter, ne? Dann werde ich und der Joseph praktisch zusammen irgendwas machen oder so. Keine Ahnung. Ich hab's geschafft. Oder? Weiß nicht. Ich kann gerade nichts machen. Ich werde gerade getragen, glaube ich. Von Joseph oder von wem? Und jetzt sind wir da, wo wir am Anfang waren. Also. Ah, und der ist jetzt tot. Wahnsinn. Du weißt, was das bedeutet. Es bedeutet, die Politiker schweigen jetzt. Es bedeutet, die Unternehmen wurden ausgelöscht. Es bedeutet, die Welt wurde geläutert durch Gottes gerechtes Feuer. Ist gekommen.
Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr. Ich habe so lange gewartet. Ich habe so lange gewartet, dass die Prophezeiung, die Gott mir gegeben hat, endlich wahr wird. Ich habe meine Familie darauf vorbereitet. Und du hast sie mir genommen. Ich sollte dich töten für das, was du getan hast. Aber du bist alles, was mir bleibt. Ja, das stimmt. Du bist meine Familie. Und wenn die Welt bereit ist für die Wiedergeburt, treten wir zurück ans Licht. Ich bin dein Vater. Und du bist mein Kind. Nee, so nicht. Und gemeinsam marschieren wir zum Tor von Eden. Oh. Was jetzt? Okay, das ist vorbei jetzt. Wow. Also, ja. Was soll ich sagen? Ich fühle mich gerade wie im Film, so. Wie im Kino. Wahnsinn. Bin begeistert einfach, also. Na gut, das Ende ist ein bisschen komisch. Das ist so, nicht so, wie ich mir es erhofft habe. Also ich habe mir erhofft, dass wir eben den Joseph Seed jetzt töten. Aber es ist eben nicht so. Wir sind jetzt zusammen mit dem. Und wie es eben weitergeht, das werden wir sehen im nächsten Let's Play, was dann auch bald kommen wird. Und zwar das Let's Play Far Cry New Dawn. Das werde ich auch Let's Playen, habe ich auch schon. Installiere ich gleich und ja, das werden wir dann danach spielen, aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen Pause machen. Also jetzt werde ich erstmal keinen Far Cry 5 spielen, ich werde Far Cry 5 deinstallieren, frisst eben viel Speicher. Gut, wir sind jetzt hier durch mit dem Let's Play und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart. Okay, wartet, überspringen, was passiert dann? Und wenn euch das Let's Play gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Abonniert, kommentiert und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja. In diesem Modus kannst du die Kampagne im neuen Schwierigkeitsgrad berüchtigt. Okay. Na gut, okay Leute, also. Ja, das war's mit dem Let's Play. Wahnsinn. Ich habe mir das nicht so vorgestellt. Aber gut. Ja. Gut, also lasst mir ein Like da, abonniert, kommentiert, teilt und spendet was, damit ihr mich unterstützt, falls ihr wollt. Bin gerade ein bisschen im Schock, dass ich jetzt fertig bin mit diesem Let's Play. Also 21 Folgen, oder? Oder 22 Folgen war das Let's Play groß. Ja gut, also dann. Wir sehen uns im neuen Let's Play, aber das... Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt gleich kommt oder noch ein bisschen später, aber auf jeden Fall könnt ihr währenddessen mein Let's Play Red Dead Redemption 2 anschauen. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Falls jemand das ganze Let's Play dabei war, dann schreibt was in die Kommentare, dann würde ich mich sehr freuen. Und sehen wir uns im nächsten Let's Play, in der nächsten Folge, im nächsten Video. Und dann, ja, bis dahin, macht's gut, Leute, und ciao, euer Gaming Freak.